Was soll denn das? Den Roller bitte. Dankeschön. Sowas. Ist das weiß? Ich kann mich helfen. Sieht irgendwie. Doch, ist es weiß. Alles klar. Für so ein bisschen Farbe. Lass uns einmal kaufen. Gut, das sind nette Leute, aber ich glaube nicht, dass sie noch mehr weiße Farbe brauchen, weil weiß hat eigentlich irgendwie jeder irgendwann im Schrank. Irgendwo. Ich laufe hier mit meinem Scanner hier durch die Gegend. Gut. Ja, das sieht schon, das sieht doch viel, viel besser aus. Das gefällt mir. Teppichkreis. Ja, komm. Modifiziere Wände. Behände Wände. Soll das hier stehen? Ja, komm. Lass mal sogar stehen. Waschmaschine. Alles klar. Hier kommt eine Waschmaschine dran. Eine Waschmaschine. Und hier, glaube, hier kommt eine Dusche dran. Eine Badewanne. Alles klar. Du kannst bei Wanne kaufen und montieren. Alles klar. Bei Wanne. Bei der Wanne. So, hier kommt eine hier kommt eine Dusche hin. Hier kommt, glaube ich, eine Dusche hin, ne? Oder? Dusche, genau. Dusche und das Klosett. Naja, naja, naja. Wäre ganz schön, halten, um aufzuheben. Es kommt vielleicht mal so, hier mal so hin. Hier so. 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 Ja, so ist das ganz schick. Okay, was möchte sie denn? Ach, hier ist auch noch was. Ein Waschbecken, stimmt ja. Ein Waschbecken machen wir auch noch. Mensch, man, gut, dass wir hier nochmal geguckt haben und kontrolliert haben, sonst hätten wir uns danach dumm und dusselig gesucht, weil ich wieder nicht auf dem Minimap geguckt habe. Ich dösbaddel ich. Und die Wand sollte tatsächlich hier bis zum Fenster ran. Okay. Okay, okay. Nochmal Wand bauen. Eine Wand. Wenn es denn so sein soll, dann ist es so. Blättern Sie, um den Modus zu ändern. Ah, jetzt alles klar, alles klar, alles klar. Ja, sorry. Modus ändern. So. So. Gut. Bin aber auch einer. Ein Schalalawiner. So. Aber es sieht trotzdem schäbig aus mit dem Fenster. Ne? Muss ich ganz eindeutig mal sagen. Das sieht echt nicht schön aus. Aber gut, der Kunde ist König. Warum auch nicht? Der König ist Kunde. So, Klo. Klo. Was hier? Wanne. Hier soll Waschmaschine. Hier soll Spülbecken. Komm, dann fangen wir an, hier mal Spülbecken zu kaufen. Badezimmer, genau. Badezimmer, Spülbecken, Einbauspülbecken. Nein, es darf auch was Schönes sein. Sowas vielleicht. Waschbecken, Schrank, Prisma. Hm. Könnte man machen. Hängewaschbecken, Meridian. Das ist doch ein schönes Waschbecken. Das ist doch mal totschick. Auch ganz nett. Kirschbaum, nein, Kirschbaum ist zu viel. Eiche ist ganz schön. Pappeln, Pappeln, ja, vielleicht ein bisschen zu braun. Teak. Teak ist auch immer gut im Trend. Wenge, naja, graues Holz. So trist. Eiche. Eiche oder Teak? Eiche. Eiche. Buche. Nein, Eiche. Oder Zeder? Zeder ist auch schön. Wir nehmen, Pappel. Nein, wir nehmen natürlich Eiche. Farbe weiß, Farbe dunkel, grau, tralala, weiß. Jetzt kaufen. So. Montieren. Montieren. Dankeschön. Sowas. So. Snatch. Und. Plupp. Oh, Verzeihung. Komm. Machen wir einfach. Klicken wir den einfach mal drauf da. So, der kommt da drauf, der da, der da, der, wo denn nun? Ach, glaubst du denn? So, so.
und drunter schubsen und so. Passt das auch? Hier soll eine Waschmaschine dran. Eine Waschmaschine gerne, sehr gerne. Die läuft aber, glaube ich, hier, Einbauwaschmaschine. Haben wir nicht noch was anderes? Elektrische Ausrüstung, was anderes? Eine andere Waschmaschine? Nee, ja, nicht so. Alles klar, dann müssen wir halt das nehmen, was da ist. Dann nehmen wir eine normale Einbauwaschmaschine, dann ist es so. Und zack, montieren. Ach ja, die Transportsicherung erstmal raus. Dafür muss erstmal die ganze Rückwand ab. Alter, warum? Ganz komisch. So, dafür. Weißt du, dafür hätten wir gar nicht die Rückwand abbauen müssen. Sondern hätten einfach nur die vier Schrauben rausziehen müssen. So ein Quatsch. Na komm, was soll's. Wer bin ich denn? So. Naja, die Oma, die arme Oma. War gut, dass ich gar nicht mehr mitgekriegt habe, was sie mit der Oma gemacht haben. Das glaube ich auch ganz gut so. Das habe ich mir nämlich gerade nicht mehr gemerkt. Zuschrauben, so. Der kommt da reingestöpselt. Jawohl. Die Waschmaschine steht übrigens auf dem Ablaufschlauch, aber ach, was soll's. Ist jetzt deren Überschwemmung. So, eine Badewanne bitte. Eine Wanne. Wanne, 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 Eikel. Wanne. Was haben wir hier? Einbauwanne, runde Einbauwanne. Könnte man auch nehmen. Welche denn? Welche wollen wir nehmen? So was Rundes ist eigentlich auch ganz schick, ne? Kann man sich jetzt zwar farblich nicht aussuchen, aber ich glaube, ist okay. Ja, das machen wir einfach mal. Machen wir einfach mal. Oh, ich habe keine Ahnung. Ah, so. Gut. So. Einmal schrauben. Natürlich. In die Badewanne rein. Ganz klar. So. Was jetzt? Der kommt da dran. Der kommt da dran. Schraube rein. Der kommt da dran. So. Das ist der Verschluss. Der muss da noch drauf. Der kommt da. Und der kommt da drauf. So. Ein bisschen muss die Armatur noch dran. Eigentlich müsste man auch noch schön mit Silikon oder ähnlichem Acryl vielleicht auch die Badewanne noch abdichten. Und dann aber sonst ist das, glaube ich, auch ganz schick. So geht das eigentlich. Das ging ja leicht. Alles gut. Können wir gleich ein Bad nehmen. Sieht eigentlich auch ganz schön aus. Gefällt mir. Ein Klosett. Ein Klosett brauchen wir jetzt auch noch. Kann ja auch eigentlich was Teures sein. Ich glaube, die haben es ein bisschen dicker. Komm, wir nehmen mal das McFlatty hier. Das McFlatty können wir gerne mal nehmen. Montieren. Lässt sich, glaube ich, genauso anbauen wie jedes andere Scheißhaus auch. Natürlich. Gut. Gut, jetzt brauchen wir noch eine Dusche. Na klar doch. Eine Dusche auch immer sehr gerne. Einbaudusche jetzt kaufen und dann geht's hier. Zack, montieren. Zu wenig Platz, so ein Quatsch. Das Spiel lügt gerade. So, der muss da dran, das muss da dran, das muss da rein. Der muss da drauf. Und der muss natürlich auch da reingeschraubt werden. Dann muss der hier da hinten drauf. Junge, Junge, das ist immer ein Aufwand hier. So, die beiden. Die Armaturen müssen auch hier ran. Die Badarmatur. So wollte ich das ursprünglich haben. So, dann wäre das auch okay. Auch die Halterung. Ja, diese Halterungen sind ein bisschen nervig gerade, aber gut, das gehört halt dazu. Ansonsten halten die Wände nicht, also die Seitenwände nicht. Deswegen braucht man auch mal so eine Halterung, ne? So, drauf damit.
Das auch. So ist schon die vorletzte Halterung. Und hier schon die letzte. So. Und so. Was noch? Achso, ja, der Rahmen natürlich. Der Unterbaurahmen. Und so passt das. Teppichkreis. Okay, war Kreisteppich 2. Teppich. 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 Kreis. Glaubst du es denn? Teppichkreis. Teppichkreis. Violettkreis. Muss er. Normaler Kreis, ne? Wir nehmen weiße. Weißteppichböden. Aber wohin? Ich will einmal hier so am ums Klosett. Nein, das sieht irgendwann eklig aus. Ich will einmal hier und einmal vielleicht noch hier. Ach, die wollte bloß einen. Gut, dann mal hier so hin. Hier so. Klopapierhalter, na klar, ein Toilettenpapierhalter. Kriegt sie natürlich auch. Toilettenpapierhalter. Wo haben wir sie denn? Toilettenpapierhalter, ein ganz normaler. Oder einen mit Klappe. Wir nehmen einen mit Klappe. Wohin? Da hat sich schon mal keiner Gedanken drum gemacht, ne? Hier wird's nass. Ja, na gut, dann vielleicht hier so. Hier so hin. Auf der Wand ist zu wenig Platz. Natürlich ist das zu wenig Platz, aber hier. Es ist natürlich nicht der, den der Kunde wünscht. Die wollen einen normalen, ranzigen Scheiß auf Papierhalter haben. Gut, hier, da habt ihr auch gleich Arschpapier mit dabei, dann passt das. So, seid glücklich damit. So, und hier, Fliesen soll man nicht, oder wie? Schon ein bisschen mau, ne? Ein bisschen wenig. Ich wollte aber noch gerne Fliesen. Ich möchte noch Fliesen. Warum kann ich hier nicht Fliesen? Fußböden. Bodenfliesen. Sowas. Fliesen, was sind denn das für schäbige Fliesen? Das sind so komische. Diese ultra hippen, diese schicken, wahnsinnig stylistischen Sepia-Fliesen. Also wahrscheinlich diese komischen Dinger. Kaufe viele. Ah, ich kann jetzt. Das geht jetzt. Oder? Geht natürlich nicht. Es sind natürlich Fußbodenfliesen. Natürlich sind es Fußbodenfliesen. Ja, natürlich sind es Bodenfliesen. Ich möchte aber keine Bodenfliesen haben, sondern tatsächlich Teppichboden. Nein. Laminat-Innenausstattung. Teppichboden blau. Wieso? Wandfliesen. Ich möchte auch Wandfliesen haben. Achso, Wände. Ja, gut, alles klar. Wandfliesen. So was. Wo haben wir denn diese ultra schicken? Sind das diese Keramikfliesen? Nee, ne? Diese waren das wahrscheinlich. Mosaik Sepia. Jetzt kaufen. Was? Da geht's nicht? Da geht's nicht? Warum geht's da nicht? Ich kann die hier ranschmieren, aber nicht da? Warum? Ach, na gut. Dann müssen wir halt Fußboden, Bodenfliesen. Zack. Was nehmen wir hier für schöne Bodenfliesen? Die Bodenfliesen. Die Bodenfliesen der Grey Grays. Komm, machen wir mal hier so. Das. Ne. Hör mal. Ja, gut, dann müssen wir gleich mal ein bisschen streichen. Am besten mit Farbe, nicht mit dem Hammer. Sehr schön. Wände, Farben, Weiß. Ein normales, ein stinknormales Weiß. Ich glaube, wir haben drüben noch ein einmal weiße Farbe stehen, aber komm. Aufgeschissen, was soll's. Das ist noch nicht mal weiß. Das ist grau. Das ist hellgrau. Ach man, das ist ja echt nicht wahr. Es ist hellgrau. Es ist irgend so ein komisches Hellgrau. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Haben wir irgendwo hellgrau? Hellgrau irgendwie. Hellgrau. Hellgrau. Pastellrosen. Nee, auch nicht. Grau. Ist zu dunkel. Haben wir irgendwo hellgrau? Haben wir natürlich nicht. Ist es vielleicht dieses Silberkram von ganz oben? Waldnebel? Nein, Silbereis. Könnte vielleicht Silbereis sein. Mal gucken. Ist es Silbereis? Ist es Silbereis? Ja, es ist Silbereis. Alles klar. Gut.
Junge, Junge. Mein Gut, dass ich so ein hartes Holzauge habe. So. So was. Frechheit. Gut. Kommt das weg? Ja, Wände können wir leider noch nicht schließen. Es tut mir sehr leid, liebe Freunde, aber ja, ich würde es auch gerne machen, aber geht leider nicht. Öffnen, bitte. Ist wie weit aus dem Gesicht. So, und was haben wir hier jetzt? Hier haben wir sonst... Ist das, es sieht irgendwie auch nicht unbedingt weiß aus, ne? Es ist... Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich echt veräppeln? Das ist auch jetzt Silbereis. Das hat doch gerade eben gepasst, farblich. Mann. Ja, natürlich, es passt so natürlich viel, viel besser. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Gut. Und jetzt, komm, ich verkaufe mal wieder. Anbringen. Stuhl Elan. Wollen wir mal gucken. Der Stuhl aus dem Elan. Stuhl Elan. Weiße. Was sind das für komische Stühle? Ist ja furchtbar. Kippelstühle. Schwarz. Rot. Beides nicht schön. Wir müssen wieder weiße Möbel nehmen. Gut. Ich wüsste nur nicht wohin. Was will er damit machen mit den Stühlen? Soll da noch ein Tisch dazu vielleicht? Ich frage ja nur. Vielleicht hätte ich mal ein paar mehr kaufen sollen. Kauf viele. Was? Von wegen. Tatsächlich nur einer. Alles klar. Garagenregal. Gegenstand anbringen. Zweimal Garagenregal. Garagenregal. Zwei Stück brauchen wir davon. Kauf viele. Nehmen wir mal zwei. Würde ich eigentlich gerade so hier anbieten, ne? Eins. Und. Zwei. Jo. Doch, das ist gut. Standard Schreibtisch. Auch gerne. Standard Schreibtisch. Das heißt tatsächlich so. Aus Weiß, vielleicht nicht mit Wenge. Na klar. Erle. Buche. Stahl. Stahl. Viel zu teuer für eine Werkstatt. So weiß, glaube ich, auch nicht so unbedingt Erle. Wir nehmen Erle. Standardschreibtisch. Der kann eigentlich hier gleich in die Ecke. Nein, vielleicht noch nicht unbedingt da in die Ecke. Hier vielleicht schon eher. Vielleicht gefällt er mir doch in weiß besser. Obwohl, das ist nicht weiß. Aber gut. Vielleicht ein bisschen weiß. Alle Aufgaben sind geendet. Mal wieder sind alle geendet. Gut, komm, dann kriegst du deinen Kippelstuhl und dann ist das auch recht so. Damit du auch nicht die Uhrzeit vergisst, komm, du kriegst auch noch eine schöne Uhr hier rein. Uhr, lass dir Zeit. Warum nicht? Alter, ist ja eine schicke Uhr. Beige, dunkelblau, dunkelgrün, purpur, schwarz. Dunkelgrün, schwarz. Eine schwarze Uhr. Alter, ist ja echt schick. Ach, der hat schon eine Uhr. Hä? Was ist denn das? Hä? Gut, dann kriegt er hier keine Uhr. Hat er schon eine. Was ist das denn hier? Warum ist das hier drin? Willst du mich verarschen? So, hallo. Alles klar. Haben wir hier auch noch. Hier haben wir nichts mehr. Gut. Ja, was kann so ein Mensch noch gebrauchen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie, die passt da nicht gut hin. Die gehört eigentlich direkt über den Tisch. Direkt über den Tisch. So als Mahnmal. So. Ne? Damit er auch immer die Zeit im Blick hat. So geht das. Sonst für Garagen haben wir nicht so wahnsinnig viel, ne? Warte mal, Werkzeug. Werkzeughaus? Ein Werkzeughaus? Was ist ein Werkzeug? Ich glaube, es ist eher was für einen Garten. Das ist was für einen Garten, leider. Werkzeug, ja. Gucken wir mal. Lampen. Ach, hier eine Lampe bräuchte er vielleicht auch noch hier drin, falls er noch keine hat. Hier würde sich quasi anbieten so eine Breite. Wo haben wir nochmal so eine breite Deckenlampe? Hier, rechteckige Deckenlampe. Heller Stahl, schwarz.
lackiert. Dunkle Eiche, schwarz. Gelb? Weiß. Jetzt kaufen. Er hat schon eine Lampe. Alter, das ist mir arsch. Aber kein Lichtschalter. Lichtschalter hat er nicht. Dann kriegt er wesentlich einen Lichtschalter. Komm, dann kriegt er einen Lichtschalter. Und dann können wir auch bald mal hier mal los. So. Gibt's? Naja. Einrichten soll er sich selbst, aber weiß nicht, wie er es haben will. Wahrscheinlich sollen... wahrscheinlich soll das alles dann darüber. Das ist okay. Das möchte er wohl aber selber machen, schätze ich, fürchte ich. Aber wenn wir da anfangen, das Werkzeug zu verkaufen, ich glaube, dann ist hier irgendwas offen. Wahrscheinlich Polen. Ich glaube, ich möchte den ganzen Raum so streichen. Ja, sorry. Aber ist halt so. Silbereis. Ist übrigens der dritte Eimer, den wir jetzt kaufen. Eigentlich sogar der vierte. Wenn man die weiße Farbe mitzählt, die wir vorhin noch großzügig noch im Raum nebenan noch gestrichen haben. Naja, komm. Egal. Was soll's. So, 1, 2, 3, 4. Mittlerweile kriegen wir mit einer Rolle 4 Lagen hin. Das ist schon mal ganz gut. So, und so geht das. Irgendwie wirkt der Raum jetzt irgendwie sehr, 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 sehr kalt. Aber gut, sie wollen hier alles nur praktisch haben. Von daher gibt es auch nur praktische. Das war ihr ausdrücklicher Wunsch. Schade eigentlich. Ich hätte mich gerne ein bisschen mehr ausgetobt, aber na komm, egal. Ui, aber dafür... Warte mal, wir gucken nochmal oben. Wir gucken oben nochmal. Was ist denn das hier für ein geschmackloses... Das ist ja wirklich mal geschmacklos. Obwohl, naja, hat auch wieder irgendwas. Irgendwie hat es... Irgendwie... Ja, doch. Man, es braucht einen Augenblick, um zu wirken. Also es sieht irgendwie ganz... Es sieht wirr aus, aber doch interessant. Das muss ich ganz ehrlich sagen, es sieht interessant aus. Schon interessant, cool. Oh, na gut. Gut, dann... Erstmal ab nach... Und dann ab nach, weiß ja, ne? Also, hier, Auftrag beenden. 8.772 Euro und 75 Cent. Wo ist die Sauna? Ja, im Schwimmbad. So, neuer Fertigkeitspunkt. Och, wofür denn? Fürs Nachhausekommen, alles klar. Anfang Auftrag, passt mal. Nehmen wir den. Und was haben wir hier denn noch? Oh, wie cool. Schaufel Biushi, effektiveres Graben. Schnellere Graben mit Schaufel. Ja. Ist eigentlich ganz schick. Gemähte Rasen, gefällte Bäume. 281 gefällte Bäume? Ich habe nie so viele Bäume gefällt. Im Leben nicht. Wir machen mal schnelles Graben und dann machen wir erstmal hier Aufnahmeende. Soll heißen Folgenpause. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Das heißt morgen. Und mal gucken, was wir dann Schönes machen. Wahrscheinlich, vielleicht machen wir mal hier ein bisschen weiter. Dass wir wenigstens mal Bodenfliesen hier reinkriegen. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Na komm, was soll's. Also ich sage erstmal bis zur nächsten Folge. Hier machen wir schon mal zu. Und ja, schlaft schön, träumt schön. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Hausflipper. Tschüss.